Hallo. Hallo. Mein Name ist. Herr Rüssing, nicht Herr Rüssing, Herr Rüssing. Englisch oder so wie? Oh Gott, beides. Darf ich beides sagen? Nein. Nee, ne? So wie. Wer macht morgens den Kaffee? Sie oder Herr Hagemeyer? Definitiv ich. Herr Hagemeyer macht gar nichts. Mal gucken, wie er das sieht. Also manchmal macht er schon Kaffee. Strand oder Gebirge? Gebirge. Kaiserschmarrn oder Marillenknödel? Oh Gott, ich will so auf beides sagen. Marillenknödel von meiner Oma. Schlimmster Jugendtrend damals? Die Tamagotchis fand ich ganz schlimm. Ich habe auch keins gehabt, weil meine Schwester hatte eins und das ging mir sowas von auf den Nerven am Küchentisch. Und heute? Also mit Instagram und so weiter kann ich halt nichts anfangen, aber kriege halt immer von bestimmten Menschen dann immer Dinge geschickt. Ich habe Frau Kraft angeguckt, die dann halt manchmal witzig sind, aber manchmal eher einfach nur nerven. Wenn Sie anonym irgendwo unterkommen müssten, was wäre Ihr Deckname? IM-Kollege von Power. Wie stehen Sie zu Magpies? Ich hasse Magpies. Magpies in Australien attackieren Fahrradfahrer. Habe ich gerade noch meinen 7 angezeigt. Und man kann halt auch nichts dagegen tun, außer so einen Stock über dem Kopf schwingen auf dem Fahrrad. Und in der Mating-Season, also in der Brutzeit, wird man ständig attackiert. Und es gibt einen australischen Aussie Rules Football Club, die Magpies, Collingwood Magpies aus Melbourne. Die hasse ich auch, weil ich den Rivalen halt unterstützt. Das interessiert keinen, oder? Egal, ich erzähl's trotzdem. Was ist ein Talent von Ihnen, das kaum jemand kennt? Ich hätte jetzt gesagt, so pfeifen, aber es kennt eigentlich jeder Schüler. Von daher ist das kein verstecktes Talent. Wahrscheinlich traut mir keiner zu, dass ich Fahrräder ganz gut reparieren kann. Mechaniker? Ja, wenn man es so nennen will. Ihr Wecker klingelt. Snooze-Taste oder direkt aufstehen? Direkt aufstehen, tatsächlich. Welches Gesicht machen Sie, wenn die gesamte Klasse mal wieder nicht für den Vokabeltest gelernt hat? Sie dürfen kurz wen grüßen. Ich grüße vor allem meine 7a, weil ich die jetzt nach 3 Jahren abgegeben habe und dein Bruder zum Beispiel auch dann nicht mehr unterrichten kann. Und da bin ich sehr traurig drüber, von daher grüße ich die ganz besonders. Beschreiben Sie Ihren Job als Lehrer in 3 Worten. Abwechslungsreich, herausfordernd und spaßig ist das. Also mir macht das sehr viel Spaß. Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre es? Ich überlege gerade, ob ich ein Koala wäre, aber die sind eher die ganze Zeit stoned, weil die halt Eukalyptus essen und auf dem Baum nur sitzen. Das bin ich wahrscheinlich dann eher nicht. Aber so ein Wombat? Kein Affe? Verdammt, hat Frau Kraft wieder gepetzt. Vielleicht bin ich auch ein Affe oder halt ein LK hat mich dann auch schon Balu der Bär genannt, weil ich mich ständig hier so kratze. Aber das mache ich gar nicht mehr so häufig, tatsächlich. Ich habe mir den Tick abgewöhnt. Wir haben da andere Beweise. Gibt's Fotos? Vielleicht. Was ist Ihre Lieblingssendung? Tatsächlich Last Week Tonight mit John Oliver aus den USA, die sowas machen wie, was jetzt Jan Böhmermann auf Deutsch versucht, bestimmte Themen halt aufzubereiten und Zusammenhänge zu erklären, auf aber lustige Art und Weise. Meine Englisch-Grundkurse LKs, Sie kennen das alle, weil ich zeige das öfter mal. Sie sind für einen Tag Schulleitung. Was ist Ihre erste Amtshandlung? Da darf man sich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ne? Vielleicht, dass die Schule eine halbe Stunde später anfängt. Die Anreise aus Münster ist jetzt auch nicht so kurz. Unterstützen wir. Festival oder Konzert? Mittlerweile tatsächlich eher Konzert, weil Festival halt in Jugendzeiten eher angesagt war, aber halt jetzt die Bands wichtiger sind als das Drumherum. Gargamel oder Papa Schlumpf? Papa Schlumpf auf jeden Fall. Ich bin nicht on the dark side. Was muss man als Lehrer unbedingt drauf haben? Ich glaube, Dinge nicht zu ernst zu nehmen und Dinge auch mal mit Humor und locker nehmen zu können. Bei welchem Film haben Sie zuletzt geweint? Ich habe einen im Kopf, aber mir fällt der Name nicht ein. Titanic. Auf gar keinen Fall Titanic. Ich heul manchmal bei eher, also eigentlich nur bei Filmen nach einer wahren Begebenheit, historische Filme. Ich muss zum Beispiel immer, und ich weiß nicht warum, zumindest kommen mir die Tränen, wenn Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon in der Prager Botschaft steht und den Menschen verkündet, dass sie nach Deutschland einreisen können, also den DDR-Bürgern, dann kriege ich immer Gänsehaut und denke, was wäre, wenn ich da unten gestanden hätte und
was wäre das quasi für mein Leben? Was hätte das bedeutet, wenn da jemand kommt, der sagt, ey, ihr seid jetzt in Freiheit und könnt jetzt frei leben? Tiefgründig. Was wollten Sie schon immer einmal loswerden? Seit gestern will ich immer schon loswerden, dass Yogi, deine Zeit war vor 7 Jahren schon abgelaufen und danke für das vor 7 Jahren und danach danke für nix. Danke. Muss ich winken? Bei Frau Kraft muss man immer winken bei Videos.